Können Sie sich vorstellen, mit diesem Boot, 9,5 Meter lang, gerade mal den Atlantik zu überqueren? Also wir reden hier von über 5000 Kilometern. Und weil es ja ein Ruderboot ist, müssten Sie diese Strecke natürlich rudern, also mit eigener Kraft. Jörg Hovest, Fotograf und Umweltschützer aus München, der hat das gemacht, zusammen mit zwei Freunden. Diese riesigen Wellen. Und darin dieses kleine Boot. Die unendliche Weite des Atlantiks erleben Jörg Hovest, Andrea Stollreiter und Rainer Ballwanz auf 9,5 Metern Länge. 50 Tage dauert ihre Atlantiküberquerung, die in Gran Canaria beginnt, 5048 Kilometer über den Atlantik führt und in Barbados endet. An Tag 6 geraten sie in einen Sturm. Sie quetschen sich zu dritt in ihre winzige Schlafkapsel. 16 Stunden harren sie aus, manövrierunfähig. Danach geht es weiter, bis das Steuerruder bricht. Aber auch das bekommen sie wieder hin. Und dann gibt es auch diese Momente, der sanfte Atlantik. Und kurz vor dem Ziel, Delfine als Wegbegleiter. Es hat zum Glück ein gutes Ende genommen, Jakobus, sonst wären Sie nicht hier in der Abenteuer. Herzlich willkommen. Richtig. Vielen Dank. Dieser Sturm, den wir da gerade gesehen haben, war das so das Gefährlichste auf dieser Reise? Ja, kann man so sagen. Das war am 6. Dezember letzten Jahres und das hat uns unverhofft getroffen mit 8 Meter hohen Wellen. Und wir waren noch nicht darauf vorbereitet, aber das war schon heftig, ja. Also ich werde ja sofort seekrank, nur vom Hinschauen. Wie schlimm war's? Also seekrank wurden wir Gott sei Dank nicht, aber damit konnten wir uns auch gar nicht befassen, weil man voller Adrenalin ist und natürlich diesen Sturm erstmal durchhalten muss und da durchgehen muss, bis es dann wieder abnimmt und wir weiterrudern konnten. Aber eigentlich, nee, wir wurden nicht krank. Drei Männer, ein Boot, 50 Tage. Was war da jetzt aufregender oder schlimmer? Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Das Körperliche oder das Mentale? Was war anstrengender? Also ich würde sagen, das Mentale war durchaus anstrengender, weil man ja sich schon in einer großen Monotonie dort begibt, wo sich auch nicht so viel verändert über 50 Tage. Und das fortwährend jeden Tag so durchzuziehen mit 24 Stunden Rudern ist auch eine Kopfsache, ne? Das ist nicht ohne. Jetzt gehe ich mal davon aus, oben alles fit. Wie hat es denn nach den 50 Tagen unten mit den Beinen ausgesehen? Also die Beine, die verkümmern fast total. Man sitzt ja nur auf dem Rudersitz und trainiert quasi den Oberkörper. Klappt man kaum, gell? Ja, das ist, führt auch dazu, dass man dann nicht mehr laufen kann, wenn man ankommt. Eine ganz lustige Geschichte. Aber ich glaube, so das Härteste, was der Körper erfährt, sind tatsächlich die Schmerzen im Gesäß. Ja, man reibt sich da alles wund und muss damit klarkommen nach einer gewissen Zeit. Okay, dann sind wir wieder beim Mentalen in dem Moment, verstehe. Jetzt sind Sie Fotograf, Sie sind Autor, Sie waren auch schon bei uns in der Sendung. Wir haben einen ganz tollen Tibet-Bildband von Ihnen schon vorgestellt. Sie machen auf die Menschenrechtslage aufmerksam und seit 2017 porträtieren Sie jetzt Menschen, die sich für den Schutz der Meere einsetzen. Das heißt, Sie haben Erfahrung mit dem Meer. Was hat durch diese Begegnung auf dem Atlantik aber jetzt so Ihre Einstellung zum Meer vielleicht verändert? Also verändert hat eigentlich in dem Sinne nichts, weil wir ja damit eigentlich nur eine Art Promotion-Aktion hervorrufen wollten. Wir wollten die Aufmerksamkeit auf die wahren Lösungen für die Ozeane lenken. Und ich glaube, das ist uns mit dieser Ruderaktion ganz gut gelungen. Und hier an dieser Stelle geht es dann weiter. Und genau da trifft der Schutz für die Ozeane an seinem Ziel. Heroes of the Seas ist Ihr Projekt. Was steckt da dann genau dahinter? Man muss sich das so vorstellen, heroesofthesea.com ist ein großes Netzwerk, ähnlich wie Wikipedia, nur viel, viel schöner, weil wir haben dort Videos und kurze Textbeschreibungen und Fotos. Und hier kann man sich natürlich anschauen, welche Aspekte es gibt zum Umweltschutz für die Ozeane und man findet sofort Lösungsansätze, die wir dringend verfolgen müssen und so wie ich finde, die jeder wissen sollte. Jetzt wollten Sie eigentlich mit einer Dia-Show auch an die Leute rangehen bei der Rückkehr. Ja. Das ging jetzt wegen Corona nicht. Es ist auch die Rede von einem Film. Was ist mit diesen Projekten? Also Corona-bedingt hat sich vieles verzögert. Der Film, der wird auf jeden Fall veröffentlicht. Wir planen gerade aus diesem Kinofilm eine fünfteilige Dokumentationsserie zu machen. Das heißt, es wird alles passieren. Und was die Vorträge anbelangt, so muss ich leider hoffen, bis dieser Corona-Wahn so ein bisschen abschwächt, damit ich wieder auf Großveranstaltungen kann. Und ja, ich vermisse die Bühne sehr. Glaube ich Ihnen. Nächstes Projekt schon im Kopf oder noch zu sehr in diesem drin? Ja, das ist immer eine beliebte Frage, wenn ich zurückkomme. Die Leute wollen immer sofort wissen, was mache ich als nächstes. Und ich habe tatsächlich eine Idee, ich würde gerne einmal durch die Sahara laufen.
Laufen. Laufen, genau. Wie viele Kilometer sind das dann? Boah, ich weiß es gar nicht genau, aber wenn man sich das vorstellt, den afrikanischen Kontinent von Marokko bis nach Ägypten mit Kamelen, das wäre schon etwas, was mich sehr reizen würde. Okay, statt Wasser dann also kein Wasser mehr. Ja, wir drücken die Daumen, dass es auch wieder so ein gutes Projekt wird und dass vor allem zu diesem Projekt noch viele Ideen und viele Sachen dazu kommen. Vielen Danke Dank. Für den Besuch bei uns im Studio. Sehr gerne.